Das Börsenjahr 2014 neigt sich dem Ende zu und wir möchten mal ein Fazit ziehen, möchten blicken auf die Entwicklung in den Schwellenländern. Welche Länder standen in diesem Jahr besonders im Fokus? Wie sind die Aussichten für das kommende Jahr? Das kann uns sicherlich Gökhan Kula, er ist Fondsmanager bei Mira Capital, beantworten. Sie haben ja unter anderem einen Emerging Markets Fonds. Ja, welches Fazit ziehen Sie denn von diesem Jahr? Welche Länder standen besonders im Fokus? Also grundsätzlich die gute Nachricht für Anleger. Es war ein sehr gutes Jahr für Schwellenländer. In Summe konnte der Euroanleger in den Schwellenländer Aktienmarkt knapp über 10% auch verdienen in dem laufenden Jahr. Wie zu erwarten, hat es viele Bewegungen auch gegeben. Top-Performer wie beispielsweise Indien, die auch strukturell auch profitiert haben. Aber zum anderen natürlich auch Länder wie Russland derzeit im Fokus, nicht nur jetzt so über die Ukraine-Krise, sondern auch über den starken Ölpreisverfall, wo der russische Aktienmarkt doch seit Jahresanfang knapp über 20% im negativen Terrain auch ist. Und insbesondere Russland hat die Börsen beschäftigt, rund um den Globus, auch hier in Deutschland heftige Ausschläge. Wie würden Sie sagen, ist die aktuelle Situation einzuschätzen? Können Anleger da schon wieder Hoffnung schöpfen oder ist das Ganze auch im kommenden Jahr eher mit Vorsicht zu genießen? Ja, also wirklich Russland, wir sagen immer die Terminologie, ist der Call auf den Ölpreis, was in der ersten Jahreshälfte eher die Ukraine-Krise, einfach das politische Risiko in Russland, ist da der Ölpreisverfall gekommen und klar, der russische Aktienmarkt wird dominiert natürlich von Gas- und Ölwerten und entsprechend ist der Markt unter Druck gekommen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Bewertungen natürlich attraktiver geworden sind. Für spekulative Anleger könnten erste Investments auf jeden Fall Möglichkeit sein, daran zu partizipieren. Für konservative Anleger, vorsichtige Anleger lohnt es sich eher doch nochmal die nächsten Monate abzuwarten. Wir gehen schon davon aus, dass die Volatilität noch weiter anhalten wird. Also da eher Vorsicht walten lassen. Auch Russland, hatten wir gerade angesprochen, war sehr wichtig, aber China ist immer so ein Punkt. Wenn die Zahlen veröffentlicht werden, alle blicken darauf, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die Wachstumsraten haben zuletzt so ein bisschen enttäuscht. Würden Sie sagen, da müssen wir uns auf weitere Enttäuschungen einstellen oder ist das alles nicht überzubewerten? Na gut, China ist natürlich die große Unbekannte in Summe, klar. Also das Wirtschaftswachstum ist weiterhin sehr, sehr hoch, auch wenn es da Abschwächungen in den letzten Jahren gegeben hat. Schwierigkeiten bereitet natürlich der Immobilienmarkt. Das drückt natürlich so die ganze Stimmung auch zu China, ist auch mit ein Grund, warum der chinesische Aktienmarkt noch sich relativ schwer tut, also ist auch unter ferner Liefen, wenn man sich die unterschiedlichen Schwellenländer dieses Jahr auch ansehen. Insofern ist klar, China ein wichtiges Land, wird immer wichtiger auch in der Weltwirtschaft. Solange noch die Wachstumsraten da sind, profitiert dann einfach auch die globale Weltwirtschaft, wie es ja auch USA profitiert derzeit mit einem sehr kraftigen Wirtschaftswachstum. Aber trotzdem, die Empfehlung für Anleger ist schon, auch abseits der großen Schwellenländer nach Perlen zu suchen, so wie wir es in diesem Jahr auch gesehen gehabt haben. Stichwort Perlen. Welche Länder kann man jetzt als Perlen identifizieren? Wo sieht es besonders gut aus? Na gut, also generell ist das Bewertungsniveau der Schwellenländer durch die Underperformance, durch die schlechtere Entwicklung im Vergleich zu den Industrienationen in den letzten Jahren stetig attraktiver geworden. Speziell diejenigen Länder, die nicht im Fokus sind. Also ich gebe ein Beispiel, dieses Jahr ist Indonesien sehr, sehr stark, Thailand sehr stark. Also so diese Randmärkte, die unter ferner Liefen gehen, also diese Länder der zweiten, dritten Reihe. Und da können Anleger vielleicht auch mit einem breit diversifizierten Investment, sei es jetzt über ETF, oder strukturierte Produkte oder auch Fondslösungen breit dran partizipieren. Wichtig aus unserer Sicht eben nicht nur auf die großen Länder zu schauen, diese sogenannten BRICS, die eben sei es jetzt Brasilien, sei es Russland, aber auch China ihre eigenen Probleme haben und eigentlich einen Großteil des Wachstums schon historisch eigentlich verdient haben. Stichwort Demografie, eine Herausforderung und vielleicht auch ein positiver Einstieg. Kann man sagen, die Demografie ist ein Grund, warum es den Emerging Markets in den nächsten Ländern weiterhin gut gehen könnte, warum es nach oben geht? Ja, absolut. Also wenn man sich das große Bild bei den Schwellenländern ansieht, dann ist eindeutig die Demografie zu nennen, auch im Vergleich speziell zu den Industrienationen, sei es jetzt die USA, auch in Europa hier, aber auch in Japan, wo die Altersstruktur der Bevölkerung natürlich immer negativer wirkt. Und insofern erwarten wir natürlich mittellangfristig auch ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern. Was besonders sich gewechselt hat im Zuge der Finanzmarktkrise ist, dass auch die makroökonomische Schuldensituation sich deutlich verbessert hat zu Schwellenländern. Also deswegen langfristig gehören Schwellenländer auch in die Portfolien von sowohl professionellen Anlegern, institutionellen, aber auch vor allem Privatanlegern. Die sind weiterhin recht untergeordnet investiert. Deswegen gibt es da ein sehr großes Potenzial nur, und das ist immer unsere Empfehlung, wirklich auch zu Strategien greifen, die breit gestreut sind und vor allem auch eine Risikokomponente, dieses Risikomanagement auch mit dabei haben. Also wie schnell ein Schwellenland an Wert verlieren kann, hat man Russland gesehen, sowohl was die politische Dimension bedeutet, aber auch was die Abhängigkeit beispielsweise von einem Rohstoff auch.
Ja, Russland hat uns alle dieses Jahr beschäftigt, überhaupt keine Frage. Die USA hatten auch ihren Anteil daran, an der Entwicklung der Emerging Markets und das in dem Fall im negativen Sinne. Denn die Erwartung, dass die Leitzinsen erhöht werden, hat dafür gesorgt, dass schon der ein oder andere Anleger so ein bisschen verschreckt war und Geld aus Emerging Markets abgezogen hat. Jetzt rechnen viele Experten 2015 tatsächlich mit der Zinserhöhung. Meinen Sie, da wird noch mehr Geld abgezogen? Na gut, also tendenziell ist es schon einiges eingepreist. Die Erwartung ist ja, dass die Fed ab dem zweiten, dritten Quartal des kommenden Jahres dann wirklich mit den Zinsschritten auch anfängt. Die Effekte haben wir heuer schon gesehen, dieses Jahr, dass doch einiges an Kapital wieder zurückgegangen ist in die Staaten. Man sieht es ja auch an einem sehr starken US-Dollar, aber starken US-Aktienmarkt. Aber eins ist klar, sollte die Wirtschaft wieder erwarten, noch deutlich stärker steigen in den USA, also der Zinserhöhungstrend vielleicht schneller vorangehen, als wir erwartet, danach sieht es danach nicht aus, könnten natürlich die Schwellenländer da auch mit unter Druck kommen. Und da komme ich wieder auf die Risikokomponente, dass man ein aktives Risikomanagement auf jeden Fall auch mit kombinieren sollte. Und wir haben dieses Jahr gesehen, es gibt ordentliche Schwankungen, Russland beispielsweise mit der Talfahrt. Also Anleger müssen das Ganze natürlich auch mit Vorsicht genießen, aber auch viele Chancen. Wie Sie gesagt haben, wie sollte ein Anleger jetzt generell investieren? Sie sagten breit streuen, aber vom Anlagehorizont kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Gut, Schwellenländer definitiv langfristig. Also klar, wir sehen hier langfristig große Chancen, sei es aus dem Wachstumspotenzial der Bevölkerungen, Demografie, auch Schuldenstand. Generell bei der Aktienanlage sollte der Anleger schon einen langfristigen Horizont haben. Das gilt umso mehr, je risikoreicher diese Anlagen sind, und Schwellenländer auf jeden Fall für einen langfristig orientierten Anleger hundertprozentig ins Depot zu nehmen, mit der schönen Gewichtung. Insofern muss er da einen langen Atem haben. Soweit der Fondsmanager Gökhan Kula, der uns erklärt hat, wo Chancen und auch Risiken liegen bei den Emerging Markets im kommenden Jahr. Und er sagt, mittel- bis langfristig investieren sollte sich für die Anleger auf jeden Fall investieren, denn die Chancen, die überwiegen derzeit auf jeden Fall. Herzlichen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank. Dankeschön.